Ja, herzlich willkommen zu meinem, ich glaube, es ist als Workshop ausgeschrieben. Ich versuche das auch als Workshop zu machen. Ob mir das dann gelingt, werden wir sehen. Ansonsten ist es mehr auch wieder so ein interaktiver Vortrag wie vom Vorredner. Lassen wir uns mal drauf, lassen wir mal schauen, was draus wird. Ja, möchte mich auch bei den Verantwortlichen von Yoga Vidya bedanken, dass sie mich eingeladen haben zu meinem Thema. Und das Thema ist heute, das funktioniert schon mal ganz gut, die Kunst und Wissenschaft, ihr Zellbewusstsein zu verändern oder, wie es in der Ausschreibung steht, Leben und Handeln mit Intention. Ja, das ist also jetzt so mein Thema. Das Unterthema war, das lese ich nochmal ab, stressvolle, energieraubende Symptome bzw. Erfahrungen lassen sich damit innerhalb weniger Minuten in ein kraftvolles, bedeutungsvolles und nachhaltiges Erlebnis verwandeln. Das ist eigentlich so die Essenz des Ganzen. Wenige von den hier Anwesenden werden mich schätzungsweise kennen, deswegen mache ich eine kurze Einführung, wer ich so bin. Mein Name ist Christian Möritz, bin, es geht auch, super, Jahrgang 1976, habe zwei Kinder, eins davon ist 2,5 und die eine ist mittlerweile 8 Monate geworden, seit vorgestern, das habe ich noch nicht geändert. Und die bringen mich auch immer wieder in die Situation, meine Intention zu leben. Also die zeigen mir das theoretisch jeden Tag. Und mit wirklich wachsender Begeisterung von mir selber. Ich komme her aus Studium der Betriebswirtschaftslehre, habe ich gemacht. Spezialbereich Immobilien war das damals in Freiburg. Also das ganz normale BWL-Studium und dann eben noch so Spezialbereich Immobilien oben drauf gesetzt. Dann, was meine Aufgabe unter anderem noch ist, vielleicht kennt jemand die Veranstaltungsplattform Cultus Animi. Wer sie kennt, kann gerne mal die Hand heben, wer nicht, ist auch kein Problem. Genau, die Frau Kaiser kennt es, genau, weil sie aus München kommt, sehr schön. Was ich da gemacht habe oder was ich mache, ist, wir veranstalten Seminare, Workshops, auch so kleinere Kongresse mit Bestseller-Autoren aus Amerika wie Greg Braden, Bruce Lipton. Letztes Jahr haben wir in München Deepak Chopra gemacht, der sagt vielleicht einigen was, der hat ja auch Bücher über Yoga geschrieben und Ayurveda. Und unter anderem hatten wir auch Dan Millman. Diejenigen, die vorher da waren, haben diesen Friedvollen Kriegerfilm gesehen. Und Dan Millman, dieser Dan, der da beschrieben wurde, das ist tatsächlich der Dan Millman, den es tatsächlich gibt. Und dem seine Geschichte wurde eben verfilmt. Und interessanterweise, wenn man sich den Film anguckt, gibt es eine ganz, ganz kleine Szene, wo dann der Dan Millman tatsächlich als der Dan Millman in dem Auto sitzt. Aber es sind nur ganz 2 Sekunden. Und ansonsten ist es eben der Charakter, der eben da ins Wasser geflogen ist. Also solche Dinge machen wir und das hat mir so meinen Weg bereitet in der ganzheitlichen spirituellen Welt und hat mich auch geprägt. Also ich habe es ja schon erwähnt, Deepak Chopra, Bruce Lipton, Greg Braden, Dan Millman, unter anderem auch Dr. Joe Dispenza, der ist gerade im Moment sehr intensiv mit Gehirnforschung. Vielleicht kennt ihn jemand. Wenn nicht, ist es auch nicht wirklich ein Problem. So, dann nochmal kurz was anderes. Ich hatte mal so die Idee, was kann ich tun, um noch mehr Wissen nach draußen zu bringen? Es ist zwar schön, wenn man Veranstaltungen macht, aber vielleicht gibt es auch noch andere Wege. Und es gibt ja diese multimedialen Wege mittlerweile. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, komm, mach doch ein Online-Radio. Und deswegen hier auch Gründer und Inhaber von dem Online-Radio, Cultus Animi Radio, da machen wir also 24 Stunden Programm. Da kommt ein bisschen Musik, da kommen Meditationen, da gibt es Live-Sendungen, wo man anrufen kann. All diese Dinge, um einfach, ist übrigens auch kostenlos, um das Wissen noch weiter nach draußen zu tragen. Weil das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Dann die größte Veranstaltung, die wir gemacht haben, war letztes Jahr mit 2000 zahlenden Teilnehmern bei Deepak Chopra in München. Also bedeutet, wir hatten Kleines bis zum ganz Großen haben wir gemacht. Und jetzt möchte ich gern mal meine Story und meine Erfahrung so ein bisschen teilen, warum ich jetzt heute überhaupt hier bin. Das ist eine längere Geschichte, das weiß die Frau Kaiser, die werde ich jetzt nicht unbedingt so ansprechen, aber warum ich hier bin und über dieses Thema referiere. Wie bin ich dazu gekommen, diese Veranstaltungen zu machen in dem Bereich? Vor allem, wenn man BWL studiert hat. Da muss ja irgendwas passieren. Sonst kommt man ja nicht so auf einen anderen Weg. Ich muss dazu sagen, ich bin so erzogen worden. Also ich habe so eine Erziehung genossen,
wo mich meine Eltern schon immer so ein bisschen in die Richtung getrichtert haben, es gibt auch noch andere Sachen auf der Welt. Und schau dir auch die Dinge aus einer anderen Perspektive an. Und ein prägendes Bild war für mich, zum Beispiel, man kann sich jetzt zum Beispiel streiten über Dinge, man kann aber auch vielleicht versuchen, auf den anderen zuzugehen und mal gucken, wo steht denn der? Und das Bild, was ich da damals vermittelt bekommen habe, ist wie so eine Tasse, die da steht mit dem Henkel. Ich habe auch hier so eine Tasse. Also wenn ihr die jetzt, ich sage einfach mal du, ich denke, das ist in Ordnung, oder? Okay. Also wenn ihr jetzt die Tasse anschaut, dann ist der Henkel auf der linken Seite. Wenn ich den jetzt von hier anschaue, dann ist er andersrum. Entschuldigung, von euch ist es auf der rechten Seite, von mir ist es auf der linken Seite. Dankeschön. Und da können wir uns jetzt trefflich streiten drum, wer jetzt recht hat. Wenn wir aber schaffen, dass wir den Weg gehen zum anderen und es die Perspektive anschauen, wenn wir feststellen, der hat recht. Und wenn der andere zu mir kommt, dann wird der auch feststellen, dass ich recht habe, dass also die Seiten stimmen. Und das hat mich also sehr geprägt in meiner Erziehung. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, eben die Veranstaltungen zu machen. Habe aber dann relativ schnell bemerkt, nach 9 Jahren, mir fehlt da irgendwas. Und ich konnte es dann erstmal nicht ausdrücken, was mir fehlt, aber mir hat dieser Schlüssel gefehlt, dass man im täglichen Leben, in dem man jeder von uns steckt, so in diesem täglichen, manchmal auch in dem täglichen Wahnsinn und weiß nicht so wirklich, wie geht es jetzt weiter und was ist denn das wieder. Und da haben mir die Techniken sehr gut weitergeholfen von diesen ganzen tollen Leuten. Dr. Dahlke übrigens, der war auch schon 5-mal bei uns. Ist alles super, alles toll, aber mir hat irgendwas gefehlt, mir persönlich. Und dann habe ich irgendwann mal ganz laut geschrien, so ans Universum, bitte, ich brauche jetzt da meinen Schlüssel. Und dann habe ich diesen Greg Braden an den Flughafen gefahren und gesagt, du, sag mal, du bist Wissenschaftler, vielleicht kannst du mir mal erklären, wie setze ich denn das, was du jetzt da 2 Stunden, 3 Stunden, vielleicht 3 Tage erklärt hast, was super genial ist, ins tägliche Leben um. Und da war seine Antwort, es tut mir leid, das kann ich nicht. Und da habe ich mir gedacht, na super, jetzt bin ich aber ziemlich deprimiert, weil ich dachte eigentlich, dass du derjenige, der es entwickelt hat oder der wissenschaftliche Forschungen macht, dann wenigstens sagen kann, okay, so mach's. Okay, und dann hat er mir jemanden empfohlen, einen Arzt in Amerika, und den habe ich dann mehr oder minder erstmal ignoriert. Und hatte dann das Vergnügen auch noch mit Dr. Bruce Lipton, der im Moment in der Zellforschung sehr bekannt ist. Der war auch bei uns, und dann sage ich auch zu ihm, du, Bruce, könntest du mal, ist toll, wenn du das so erklärst, wenn wir jetzt wissen, wie wir Zellen klonen können, wenn wir wissen, dass die sich kopieren, etc., etc., wie können wir das jetzt ins tägliche Leben umsetzen? Oder wie kommen wir jetzt ins Herz? Und dann war seine Antwort, ja, du, das weiß ich selber nicht, das ist bei mir halt einfach so passiert. Und dann war ich wieder deprimiert und dachte mir, das ist irgendwas fehlt. Ja? Warum können die das nicht erklären? Das ist auch ganz spannend, der Professor Dr. Dürr, den vielleicht einige kennen in München, der beim Max-Planck-Institut, glaube ich, arbeitet, Heisenberg-Schüler war, der hat auch wirklich Probleme, was auf den Punkt zu bringen, wenn es darum geht, das, was er erforscht hat, wirklich zu erklären. Der spricht dann 3 Stunden über eine Frage, aber wirklich, was du jetzt machen sollst im Leben, weißt du nicht. Und es ist spannend auf der einen Seite. Ich finde es auch toll, dass die beiden Komponenten langsam zusammenkommen, aber irgendwas fehlt mir. Und dann habe ich natürlich auch für mich so gedacht, naja gut, Yoga habe ich auch gemacht, mache ich zum Teil immer noch. Meditieren tue ich auch, die anderen Praktiken, klar, mache ich auch, aber irgendwie habe ich nie so die Motivation gehabt, das weiterzumachen. Und der Punkt war, dass ich gesagt habe, ja, da fehlt mir was. Mir fehlt es, dass ich wirklich zur Ruhe komme. Dann habe ich so die Erfahrung gehabt, das ist also nur meine Erfahrung, kann sein, dass ihr eine andere habt. Wenn ich so im stressigen Alltag sage, so, jetzt habe ich ein Problem oder mich ärgert irgendwas, jetzt möchte ich mal meditieren, dann war das meistens ein Problem für mich, weil ich habe nur über dieses Problem eigentlich meditiert und hatte nie wirklich einen klaren Kopf. Oder es war so lang, dass ich dann schon wieder schlechtes Gewissen gekriegt habe, ich soll eigentlich wieder was arbeiten. Oder wenn ich Praktiken, Yoga, Tai Chi, was es auch immer ist, dann hatte ich auch immer ein schlechtes Gewissen dabei, wenn es länger gedauert hat. Und es hat immer länger gedauert, bis ich eigentlich einmal dahin kam, wo ich hin wollte. Und dann war wieder so der Aspekt, ja, Menschenskinder, es muss doch wieder was geben, bin ich wieder bei dem Punkt, dass wir mal schneller runterkommen, wenn uns was, wenn irgendwas ist im Geschäft oder wenn in der Arbeit oder Kinder etc. Und dann habe ich mich irgendwann an diesen Arzt erinnert, den der Greg Braden erzählt hat. Und das ist ein Doktor aus Amerika, der heißt Dr. Weissman. Und da war ich bei dem auf der Seite und dachte mir, das ist doch genau das, was du suchst. Das ist ja wunderbar, der hat, glaube ich, den Schlüssel, den ich jetzt brauche. Und dann habe ich versucht, da ein Seminar zu buchen. Das hat dann nicht funktioniert und
habe dann eine Mail hingeschrieben. Dann sagten die zu mir, okay, du kannst zwar kommen, aber es gibt nur so eine Masters-Class. Und ich sagte, naja, super, was soll ich in der Masters-Class? Das ist ja, ich will ein Seminar machen und mal gucken. Und irgendwas hat mich dann getrieben innerlich. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann gehe ich halt zu dieser Masters-Class, wie so ein kleiner Schulbub. Wusste aber jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich dann 6-mal hin und her fliegen muss, dass die Masters-Class eine Ausbildung war und dass die Ausbildung eine Prüfung bedarf, eine schriftliche, eine mündliche und eine praktische. Und die Prüfung in Englisch, klar, das wusste ich dann später irgendwann mal. Hätte sein können, dass sie es in Deutsch anbieten, aber das war nicht der Fall. Und dann habe ich irgendwann mal erfahren, in meiner jugendlichen Leichtigkeit, ja, also das, die mündliche schriftliche Prüfung, das sind 113 Fragen. Und es sind keine Multiple Choice zum Ankreuzen, so in der Art, brauchst du ja nichts lernen, kann man dann irgendwie aus der Intuition rausmachen, sondern es war schriftlich und ausführen. Und dann habe ich gesagt, und wie lange brauchen die normal so im Schnitt? Ja, 7,5 Stunden. Und dann dachte ich mir, na wunderbar. Also welche Intention hat mich denn dahin getrieben? Schlussendlich muss ich sagen, ich bin froh, dass ich da war, weil das ist der Grund, warum ich heute auch hier bin. Ich habe die Technik gelernt und habe auch die Prüfung bestanden, bin aber da durch einige Dinge durchgegangen, die wiederum das tägliche Leben mit sich bringen. Und Zielsetzung war eigentlich für mich, wirklich dann fokussiert zu sein in dem Moment und die Intention wirklich durchzuziehen, dass ich jetzt sage, okay, das Ziel oder die Intention war ja diese Ausbildung dann, die es dann geworden ist, doch irgendwo zu schaffen, was ich dann, wie gesagt, auch geschafft habe. Und während dieser Tatsache habe ich bemerkt, Mensch, das ist genau, wirklich, das ist die Lösung für mich gewesen. Und ich spreche also nur von mir im Moment. Ich werde auch nachher noch was demonstrieren. Vielleicht ist das auch die Lösung für euch. Das ist also jetzt mal so mein Werdegang in der Kürze, warum ich unter anderem auch hier bin. Es gibt auch noch andere Umstände, warum ich da bin, weil ich die Frau Kaiser getroffen habe beim Deepak Chopra und weil sich da eben auch was ergeben hat, dass ich gesagt habe, komm, möchte ich nicht mal einen Vortrag machen? Und ich habe dann gesagt, ja, mach ich. Wusste aber zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wirklich was. Jetzt war es ja aufgrund dieser Ausbildung. So, und damals war es, oder jetzt ist es für mich so, dass ich sage, herzlich willkommen in der Zukunft, weil die Ausbildung, die ich genossen habe, das ist Lifeline nennt sich das, das ist für mich die Zukunft. Und ich sage auch zu mir immer wieder, herzlich willkommen in der Zukunft. Habe ich mal eine Frage, bevor ich weitermache an euch. Was würdet ihr denn in eurem Leben tun oder Neues anfangen, wenn ihr wüsstet, dass ihr nichts falsch machen könnt? Was würdet ihr da machen, wenn jemand zu euch sagt, hey, ihr könnt überhaupt nichts falsch machen? Leben, okay? Wird sich was verändern? Wird sich das Bewusstsein eventuell verändern? Oder wird es sagen, nö, es bleibt sowieso alles so, wie es ist? Außer Leben? Ja, klar, das ist schon richtig. Ja, aber es gibt ja immer so diese Dinge. In der Erziehung wird einem ja oft gesagt, du hattest es vorher auch treffend gesagt, im Unternehmen wird genau geguckt, was mache ich falsch? Ja? Und das ist genau das Spiel, was würde passieren, wenn man sagt, du kannst gar nichts falsch machen? Ich glaube, dann geht auch der Fokus weg von dem, dass ich genau die falsche Zahl finde oder die falsche Rechnung finde, sondern dann schaue ich wirklich nur auf das Positive. Das ist, denke ich, auch eine gute Veränderung. Genauso eben das Thema, dass man sagt, ja, ich lebe. Nur um dahin zu kommen, habe ich für mich erfahren, dass es ganz wichtig war, so Lebensspielregeln nochmal zu, die wurden mir nochmal klarer, wo sie mir nochmal aufgezeigt wurden, dass es auch in unserem Leben draußen oder auch hier, es gibt einfach Regeln, wie beim Autofahren, dann gibt es auch fürs Leben Regeln. Und die gehe ich nochmal mit euch kurz durch, vielleicht kennen sie einige, vielleicht auch nicht, ich gehe sie einfach nochmal durch, um das Ganze aufzubauen. Ein Ziel des Ganzen ist es, dass wir Meister im Spiel des Lebens werden. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass wir in so einem Labyrinth stecken und nicht wissen, wo kommen wir denn eigentlich hin, wo ist denn unser Ziel, oder verlieren dann auf dem Weg dahin die Intention, die wir hatten. Und können dann natürlich nicht mehr so handeln, wie wir vielleicht vorhatten, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Intention gesetzt haben. Und ein Schritt oder eine Regel, die erste Regel ist, dass das Universum unendlich ist. Das heißt also auch, unsere Möglichkeiten sind unendlich, unser Geist ist unendlich. Und wenn wir unendliche Möglichkeiten haben, dann brauchen wir uns auch nicht beschränken in irgendwas. Also finde ich total daneben, wenn wir uns beschränken würden. Das ist mal eine Regel. Die andere Regel ist, die zweite, man hat einen freien Willen. Das heißt, wenn
eine Wahl, wenn man eine Wahl trifft, eine freie Wahl, dann kommt auch entsprechend eine Erfahrung zutage. Jetzt von dem Bild her, ich kann geradeaus fahren, ich kann links abbiegen oder rechts abbiegen. Die Wahl hat jeder. Also jeder von euch, der jetzt heute hier ist, hat gesagt, Mensch, da komm jetzt mal zu dem Vortrag oder Workshop und hören wir das mal an, ob das was ist oder nicht. Meine Wahl war damals zu sagen, ja, ich komme und mache hier den Vortrag. Also das war aber eine bewusste Wahl. Ich komme dann nochmal später drauf, dass es also auch unbewusste Dinge gibt und wir keine wirkliche freie Wahl mehr haben. Da wird es dann nachher noch interessanter. Dann, ja. Kann ich gerne machen. Ja, gerne. Kein Problem. Gerne. Die dritte Regel ist, alles ist miteinander verbunden. Das heißt, wenn wir eine Entscheidung treffen oder eine Wahl, dann ergibt sich auch eine entsprechende Konsequenz. Das wird auch jeder erlebt haben schon mal. Dann haben wir nochmal, die vierte Regel ist zum Beispiel, unterlasse jegliches Urteilen. Also das heißt auch Dinge, Personen, Ereignisse und auch Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass man einfach sagt, wir urteilen nicht. Weil wir wissen ja zum Beispiel nicht heute noch nicht, was morgen ist und vielleicht war die Entscheidung gerade ganz gut und wir hätten sie vielleicht heute verurteilt, jetzt sehen Sie es nicht, gell? Würden uns damit vielleicht auch wieder die Intention kaputt machen. Also versucht einfach jegliches Urteilen zu unterlassen. Ich weiß, es ist nicht so einfach, aber vielleicht die Intention darin zu sagen, ich versuche es jeden Tag oder vielleicht erwischt man sich dann auch immer wieder mal dabei, oh, jetzt hätte ich gerne oder jetzt habe ich gerade geurteilt. Dann die Regel Nummer 5 ist, die größte Kraft ist Selbstliebe. Ich weiß nicht, seht ihr das auch so? Ja? Da gibt es ja auch dieses tolle Bild, dass viele Trainer oder Coaches sagen, stellt euch mal vor einen Spiegel nackt und sagt zu euch selber, ich liebe mich. Und da haben dann viele schon ein Problem, was auch in Ordnung ist. Ja? Aber ich glaube, da geht es schon los, dass man Selbstliebe praktiziert. Oder auch, dass man sich was selber mal was Gutes tut. Oder Gesundheit. Oder auch im Treffen des freien Willens oder der Wahl, dass man da auch mal was tut, was der Selbstliebe förderlich ist. Dann haben wir die sechste Regel. Da muss ich leider dazu sagen, nicht Schmerz, körperlicher Schmerz, sondern emotionaler Schmerz. Ja? Also du wirst emotionalen Schmerz, Angst und Herausforderungen im Leben erfahren. Ich glaube, es gibt keinen, der das nicht erfährt. Es ist auch gut so, dass es so ist, weil das bringt uns immer wieder so ein bisschen zurück in die Essenz, die wir eigentlich sind. Wenn wir emotionalen Schmerz haben wie Trauer oder Wut oder Angst. Dann haben wir die siebte Regel. Begegne dem Leben mit der Grundhaltung von Dankbarkeit. Du hattest es vorher auch angesprochen. Das ist für mich auch einer der wirklichen Master Keys, wenn man wirklich jedem Moment des Lebens mit Dankbarkeit entgegentritt. Egal, was es jetzt ist. Und das ist, denke ich, auch so eine Herausforderung, die man ja einfach mal annehmen kann und sich wieder erinnert, wenn es einem gerade mal nicht so gut geht oder wenn man mal wütend ist oder wenn einem gerade mal was Schlechtes widerfährt. Dann so die achte Regel, übernehme Verantwortung für dein Leben. Also heißt auch sinnbildlich für dieses Bild hier, pflege dich selber, den kleinen Baum, der du bist. Und übernimm Verantwortung, egal was passiert. Wenn wir wieder zurückgehen zu dem freien Willen, ich habe jetzt eine Wahl getroffen, Konsequenz kommt, dann auch die Verantwortung für die Konsequenz übernehmen. Ich denke, ist ganz wichtig. Und dann nicht sagen, oh nee, das habe nicht ich ausgesucht, sondern das war ein anderer. Oder vielleicht die Schuld auch bei jemand anderem suchen. Dann die neunte Regel ist, das Leben hat eine Bedeutung. Die wissen wir meistens im Vorfeld nicht, außer wir gehen zu Wahrsagern und die mögen dann recht haben oder auch nicht. Vielleicht wissen wir es intuitiv, aber meistens wissen wir sie immer erst danach, wenn wir den Weg des Lebens oder das Spiel des Lebens gespielt haben oder gerade dabei sind, es zu spielen. Das sind also die neuen Regeln. Mir ist es nur wichtig, dass ihr nochmal erinnert werdet dran. An was man theoretisch im täglichen Leben wirklich aufpassen kann und sich bewusst ist. Theoretisch besitzt jeder den Schlüssel, um sich zu verändern. Den Masterschlüssel. Und ich sage ja, der Vorredner hat schon so viel eigentlich abgedeckt, was ich jetzt am Anfang bringe. Wir hätten uns vielleicht abstimmen müssen. Ich komme dann nachher zu ein paar neuen Sachen, aber ich glaube auch, dass alles wirklich in uns anfängt.
und wir den Schlüssel haben. Und wir müssen ihn nur finden. Vielleicht haben ihn viele schon gefunden. Und wenn wir dann anfangen, uns von innen raus zu verändern, das heißt auch, wenn wir anfangen, unsere Zellen zu verändern, deswegen auch der Titel, die Kunst und Wissenschaft, das Zellbewusstsein zu verändern, dann verändert sich tatsächlich viel. Und es gibt auch diesen Spruch, nichts ändert sich, außer du änderst dich. Da denke ich, ist auch ganz was Wahres dran. Und wenn ich dann wieder auf die Regeln zurückgehe, Konsequenzen, ja klar, wenn ich die Wahl getroffen habe, dann bin es wieder ich derjenige, der im Endeffekt den Schlüssel in der Hand hat, Dinge zu verändern. Jetzt möchte ich mal gern ein paar Fragen stellen. Jetzt hoffe ich, dass das hier funktioniert. Es dauert ein bisschen. Wenn nicht, dann machen wir es anders. Scheint nicht zu gehen. Okay. Wer von den hier Anwesenden hat schon mal Angst verspürt? Okay, gut. Wer von euch hat schon mal Wut verspürt? Ja, gut. Wer von euch hat schon mal Trauer verspürt? Oh, jetzt geht's, okay. Wer von euch hat Freude verspürt? Okay, alles klar. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu diesen Angst, Wut, Ärger, Stress. Ich denke, jeder hier hat auch schon mal Stress verspürt, in irgendeiner Art und Weise. Wenn wir, oder andersrum gefragt, habt ihr euch das bewusst ausgesucht, jetzt Angst zu haben oder Stress oder Wut oder Ärger? Also heißt jetzt Umkehrschluss, seid ihr irgendwann einmal in der Früh aufgestanden und habt gesagt, Mensch, heute ist ein schöner Samstag oder heute ist ein schöner Freitag und heute will ich mal so richtig schön Wut haben oder heute will ich mal Ärger haben oder heute will ich mal Stress haben. Genau, so in der Art, mir ist langweilig, heute will ich das mal erleben. Hat das schon mal jemand gemacht? Echt? Wow. Okay. Okay, cool. Ja, es ist das erste Mal, dass jemand sagt, ja. Alles klar. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass die meisten jetzt hier sagen, nee, habe ich nicht. Dann ist die nächste Frage, die ich euch mal stellen möchte. Ich schaue, dass das dann wieder geht. Warum habt ihr das dann erfahren? Warum habt ihr die Wut erfahren? Warum habt ihr den Ärger erfahren? Warum die Traurigkeit? Hat da jemand eine Ahnung oder eine Erwartung? Okay. Eine Bewertung? Bitte? Zugelassen? Mhm. Ja, das ist schon sehr nah dran. Mhm. Okay. Das ist sehr gut. Ja, das ist sehr, sehr, sehr gut. Habt ihr das verstanden? Zum Teil biochemische Prozesse. Das ist sehr, sehr interessant, dass du das sagst, da komme ich später drauf. Also, jetzt haben wir festgestellt, ihr habt diese, sagen wir mal, Emotionen erfahren. Ihr sagt aber eigentlich auch, ihr sucht es euch nicht bewusst raus, außer einer, in einer speziellen Meditation. Aber grundsätzlich kommen die einfach so, wie sie kommen, richtig? Die sind einfach mal da oder sind dann mal wieder weg und man ärgert sich und weiß gar nicht so wirklich, warum. Oder es guckt einen komisch an und dann sagt man, oh Gott, jetzt fühle ich mich gerade nicht gut. Also reden wir doch davon, dass das so, sagen wir mal, reaktive Muster sind. Das spielt da mit Sicherheit auch eine Rolle, genau. Also vergangener Kindheit, sagt sie gerade. Also sind es unbewusste Reaktionen, über die wir nicht tatsächlich freien Willen haben. Weil wenn wir den freien Willen haben, dann würden wir uns das ja nicht aussuchen, oder? Richtig? Ja. Ich schaue jetzt mal, dass ich die PowerPoint wieder dahin kriege, wo ich sie brauche. Okay, wunderbar. Jetzt bin ich schon fast da, wo ich hin muss. Also, das heißt, wir werden im Endeffekt getriggert. Das kennt, denke ich, kennt es jeder hier. Wir werden getriggert durch Umstände, durch äußere Einflüsse. Und um das genau zu machen, wir werden getriggert durch Farben, Töne, Gerüche und Tasten. Und wenn wir getriggert sind, dann reagieren wir nur noch und sind nicht mehr im Agieren. Und somit verlieren wir schon mal den Weg auf der Intention weiterzugehen, weil wir ja
total abgelenkt sind von dem, was wir eigentlich wollen. Und diese Trigger, die sind wirklich alltäglich. Also ich meine das wirklich ernst mit Farben, Töne, Gerüche und Tasten. Es kann also sein, dass ihr einen Ton hört und der triggert euch. Bestes Beispiel ist, wenn ihr beim Autofahren seid oder einen Film anguckt und dann kommt irgendeine Melodie und auf einmal fängt ihr Rotz und Wasser an zu heulen. Also das ist zum Beispiel so ein Trigger, wenn es um Töne geht. Es gibt aber Trigger, die sind positiv. Ja? Da fühlt man sich dann richtig gut und energiegeladen. Aber wenn wir getriggert sind, und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man sagt, wenn ich bin durch diese Umstände, durch die Sinne, dann bin ich nicht mehr Herr meiner Lage, dann passieren reaktive Muster und ich habe keine freie Wahl mehr. Tasten, da gibt's, es gibt zum Beispiel Oberflächen, wo man darauf reagiert. Fühlen, ja. Tastsinn meine ich damit, mit Tasten. Tastsinn. Und mit Gerüche, klar, es gibt ja Gerüche, wo man sagt, oh, das kann ich ja gar nicht riechen. Und wo das herkommt, komme ich nachher nochmal drauf. Nochmal eine Frage, wie viele Gedanken denkt ein Tag, Mensch am Tag? Was denkt ihr denn? 70.000? Hat noch jemand mehr? 10 Millionen? Ständig, ja, aber wenn man es jetzt einfach mal so versucht, in so eine Zahlenskala zu packen, was glaubt ihr? Hat noch jemand irgendeinen Vorschlag? Habt ihr noch einen Vorschlag? Nein? Okay, also es sind tatsächlich 60.000 Gedanken im Schnitt pro Tag, was ein Erwachsener denkt. 60.000 Gedanken. Jetzt frage ich nochmal, wie viel von diesen 60.000 Gedanken könnt ihr bewusst rekonstruieren? Ich wette, dass in dem Raum weniger, also dass wir weniger als 2% rekonstruieren können. Das sind auch schon wieder mehr als 1.000. Also es sind tatsächlich weniger als 1%, es sind sogar weniger als 0,5%. Und wenn ich jetzt wieder die Frage stelle, wie viel von diesen 60.000 bzw. 1%, 0,5% Gedanken am Tag sind wirklich bewusst passiert? Wie viel denkt ihr bewusst am Tag? Wenig, oder? Beziehungsweise man ist sich gar nicht bewusst, dass man jetzt bewusst gedacht hat vielleicht. Und die anderen 59.800 und wie viel auch immer, die rattern einfach so in unserem Kopf dahin und dann sind wir in diesen reaktiven Mustern. Da kommt dann solche Sachen wie, oh, das schaffe ich ja sowieso nicht, oh, der ist dumm, ich pack das nicht, ja, was ist denn das für ein komischer Kerl da vorne, was redet denn der für ein Zeug? Es kann leicht passieren, solche Dinge passieren in unserem Kopf und die rattern durch den ganzen Tag. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe zur Regel Nummer 2, ja, habe ich dann nur einen freien Willen? Ja, nur dann, wenn ich mir bewusst bin, richtig? Und wenn ich dann sage, Bewusstsein und Unterbewusstsein, wenn ich sage, das ist unser Bewusstsein, das ist so klein, also sagen wir mal 2% und der Rest, die 98% ist unbewusst, dann muss ich, wenn ich wirklich freien Willen leben möchte, in meinem bewussten Verstand sein. Ansonsten bin ich zu 98% in meinem reaktiven Muster. Also ist immer die Frage, wenn jemand spricht, die freier Wille, ist wirklich, also für mich ist das mittlerweile eine ziemliche Herausforderung. Ist das jetzt wirklich eine bewusste Entscheidung oder ist es das nicht? Und vor allem, wenn nicht, woher kommt sie dann? Und was ist dann die Grundlage dessen, warum ich jetzt gerade dieses oder jenes entscheide? Dann das nächste wäre, unser Körper ist ein Organismus der Selbstheilung. Das heißt, jetzt sind wir bei diesen biochemischen Prozessen zum Teil. Unser Körper ist so aufgebaut, das braucht ihr auch nicht lesen, ich lese auch gar nicht vor, ich sage es einfach nur, was es ist in der Kürze. Unser Körper ist im Endeffekt ein Pharmazieunternehmen. Das heißt, unser Körper kann jegliche Stoffe selber herstellen. Jetzt, wenn wir in die Drogenszene gehen, es bräuchte keiner Drogen nehmen, das können wir selber herstellen in unserem Körper. Also wirklich alles. Und herstellen tut das Ganze unter anderem der Hypothalamus. Und der produziert biochemische Komponenten. Und die biochemischen Komponenten, die wandern dann durch unseren Blutkreislauf zu den Zellen. Und dann funktioniert das Zellen wie Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, die Zelle ist das Schloss. Die biochemische Verbindung ist der Schlüssel. Die sperrt die Zelle auf. Und dann geht eben diese Chemie da rein. Und dann fühlt sich die Zelle entweder wohl oder sie fühlt sich nicht wohl. Und wir wissen, dass sich Zellen kopieren. Das heißt jetzt wiederum, wenn wir
jetzt mal sagen, wir haben jetzt einen biochemischen Prozess der Angst, dann produziert der Hypothalamus die chemische Komponente der Angst. Es geht dann relativ schnell in unseren Blutkreislauf zur Zelle und dann hat die Zelle die Chemie Angst. Und was passiert dann? Dann kopiert sich die Zelle ständig und dann fühlen wir uns angstbesetzt, dann fühlen wir uns ängstlich. Richtig? Und wenn wir jetzt das umwandeln und eine Chemie der Freude haben, das ist dann eben der Effekt, wenn wir verliebt sind, dann sind wir ständig in so einem Stadium, wo der Hypothalamus uns, oh, der schickt uns die besten Chemikalien, die wir uns vorstellen können. Und da kann ja da draußen die Welt einfallen, da könnte eine Bombe explodieren, das interessiert uns einfach nicht. Wir fühlen uns einfach nur saumäßig gut, sagen wir in München oder in Bayern. Und das ist genau das Ziel unter anderem auch dieser Technik, dass man schafft, die Biochemie zu verändern und somit auch die Zelle zu verändern. Und wenn wir das schaffen, dass wir die Zelle verändert haben, dann verändert man die komplette Körperstruktur. Damit verändern wir Symptome, die eventuell da sind. Damit verändern wir Verhaltensweisen etc. Wenn wir aber natürlich wieder in diesem reaktiven Muster sind, dann sind wir gefangen in unserem eigenen Körper eigentlich. Und warum? Einfach nur deswegen, weil er Chemie produziert. Und wir können dann dagegen wirken, wenn wir Chemie von außen einschmeißen. Das ist genau dasselbe Prinzip. Die wissen, wie sie die Zelle aufmachen und dann wirkt es. Und dann haben wir auf einmal keinen Kopfweh mehr. Also nur mal so kurz erklärt, wie das Ganze funktioniert. So, wenn wir jetzt einfach sagen, der Körper ist ein weiser Körper, der weiß genau, was Sache ist. Der weiß auch, was er braucht. Wenn er Energie verliert oder wenn sie blockiert ist, dann gibt unser Körper uns Warnsignale. Das kann jetzt sein, dass er Stress aussendet. Es kann sein, dass er Symptome aussendet. Und jetzt kommt es halt darauf an, wenn er Symptome aussendet, wie gehen wir da damit um? Verstehen wir das, was unser Körper uns gerade sagen möchte? Verstehen wir den Stress, den wir vielleicht gerade im Moment haben? Und meistens ist es der Fall, dass man in so einem, wie auf dem Bild dargestellt, wir sehen zwar das ein bisschen, aber nicht ganz genau und befinden uns mehr oder minder im Nebel. Und ich habe jetzt eine kleine Übung, wenn ihr da mitmachen wollt. Es ist schön, dass so viele da sind. Es geht auch darum, bei der Übung kurz erwähnt, wenn diese Chemikalien in diesem Moment, jetzt nenne ich sie einfach mal negativ, es ist alles positiv im Ausgang, aber wenn jetzt eine Angst- oder eine Wut-Chemikalie kommt, dann passiert ja im Körper dieser entsprechende Prozess. Und dann ist ja was in Disbalance. Und dann läuft es einfach nicht mehr. Das ist wie bei einem Instrument, das jetzt von der Kälte in die Wärme kommt. Es läuft zwar, man hört es zwar, aber es ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Also bei einem Symphonieorchester könnte man jetzt nicht unbedingt auftreten. Und das ist jetzt so die nächste Sache. Hier, was passiert denn, wenn wir vergessen, dass wir mit allem verbunden sind? Was passiert denn, wenn unser Körper oder unsere Zellen jetzt diese Information kriegen? Und jetzt kann vielleicht der ein oder andere sich vorstellen oder denken. Ich habe aber hier eine Freundin dabei, das ist meine kleine Puppe, das ist die einzige Freundin, die ich haben darf, außer meiner Frau. Und ich würde jetzt gerne ein kleines Experiment mit euch machen. Wenn ihr bei alle aufsteht und einen Kreis bildet und euch an der Hand nehmt, bis ihr soweit seid, erkläre ich auch noch mal was anderes kurz. Ihr kennt sicher auch diesen Begriff, wir sind alle eins. Ja? Ich glaube, du hast es vorher auch gesagt, wir sind alle eins oder irgendwie so ähnlich. Genau. Schön, dass so viele da sind gerade. Ich muss jetzt bloß schnell schauen, darf ich mal da schnell durch? Genau. Jetzt muss ich bloß mal jemanden suchen, der mir die Puppe nimmt. Ich erkläre es kurz. Vielleicht macht ihr das, ihr zwei. Also diese Puppe hat hier einen Kontakt und hat hier einen Kontakt. Und ich bitte euch jetzt einfach mal, lasst dann mal ihr hier schnell los, dass ihr die Puppe da, die beißt nicht. Ja, das ist zum Beispiel ganz gut so, dass die schon mal singt. So, und jetzt hört sie auf. Und jetzt geben Sie mir mal schnell bitte, oder gib du mir mal die Hand. Gib du mir mal schnell die Hand. So, jetzt singt die Puppe. Also das heißt jetzt, wenn alles in Butter ist in unserem Körper, dann singt die Puppe. Okay? Und jetzt machen wir mal eins. Lässt du mal da hinten einer mal schnell bitte die Hand los. Lassen mehr die Hand los? Ja, nur einer eigentlich. Nee, du nicht. Du nicht. Nimm dann nochmal bei der Hand. Genau, so. Also, und jetzt lässt man nur...
Ja, aber ja klar, weil bei dir der Kreislauf da ist. Aber es ist ja schön, einmal das in dieser großen Gruppe zu sehen. Jetzt lässt einmal einer die Hand los. So, nochmal einer. Nochmal einer. Okay, jetzt haben wir hier ein tolles Phänomen. Normalerweise hört die Puppe auf. Ja? Aber das Interessante ist, wenn in einem Raum... So, jetzt haben wir es dann langsam, dass die Energie wieder weggeht. Also wenn in einem Raum eine gewisse Energie da ist, dann ist es vollkommen egal, ob ihr die Hand haltet oder nicht. Ja? Dann ist die Energie da und fließt. Normalerweise hört die auf. Also man sieht, dass sie sinkt jetzt nicht wirklich. Ja, Sie müssen ja halten. Ja, Sie müssen ja halten. Ja, aber wenn ich halte, sinkt sie. Ja, wir haben ja auch die Hände miteinander zusammen. Also was ich erklären will, ist damit. Normalerweise ist es so, wenn einer die Hand loslässt, dann hört die auf zu singen. Und das ist genau dasselbe Prinzip, was wir im Körper verspüren, wenn jetzt die doch... Ich sag ja, das ist jetzt deswegen, weil die Energie hier da ist. In den Beinen geht's nicht. Also schlussendlich will ich damit eigentlich nur zeigen, normalerweise läuft es so, dass wenn einer loslässt, dann hört die auf zu singen. Und das heißt jetzt im Endeffekt wieder auf dieses Prinzip von vorher erwähnt, wenn in unserem Körper die Chemikalien nicht so sind, wie sie von Natur aus gegeben sind, dann sinkt unser Körper nicht mehr. Das ist das, was ich damit zeigen will. Wenn wir aber ein gewisses Energielevel haben durch Praktiken wie Yoga, Tai Chi, Meditieren etc. etc., dann kann es leicht sein, dass das erste Symptom uns nichts ausmacht, das zweite Symptom uns nichts ausmacht, der dritte Stress uns nichts ausmacht und uns erst der Burnout irgendwann einmal aus der Bahn bringt. Und es ist toll, dass die im Endeffekt jetzt zeigt, dass die Gruppe schon verbunden ist miteinander. Das ist, finde ich, super. Also es ist nicht so, dass es nicht funktioniert hat. Es soll nur darstellen oder demonstrieren, was auch in unserem Körper passiert, wenn Dinge nicht wirklich so funktionieren. Also ich denke, das hat jeder soweit verstanden, was ich damit zeigen wollte. Und genauso schnell, wie die Puppe eigentlich anfängt zu singen oder wieder aufhört, genauso schnell geht es auch in unserem Körper. Ich habe mir auch sagen lassen, dass der Blutkreislauf einmal im Körper in weniger als 30 Sekunden durchgemischt ist. Und das ist natürlich schon ein Wahnsinn, wenn ich das so überlege, wie schnell das geht. Und wenn ich heute eine Chemikalie habe, dann bin ich auch schnell natürlich entsprechend gut drauf oder weniger gut drauf. Also das heißt, was passiert, wenn man nicht mit allem verbunden sind? Also heißt jetzt wirklich darauf achten, dass man bei sich selber ist und schaut, dass der Körper sinkt. Ich meine, ihr seid da auf einer guten Ebene mit Yoga, aber es gibt trotzdem noch diese automatischen oder reaktiven Muster, um eben nicht da drin zu sein. Und da zeige ich jetzt nachher nochmal kurz was und hoffe, dass das besser funktioniert als die Puppe jetzt. Aber so hat es im Endeffekt jeder verstanden, oder? Okay, gut. Nee, ihr könnt euch gern wieder hinsetzen. Also bei so Gruppen, die jetzt überhaupt nicht in so einem Thema drin sind oder wenn du es jetzt mit Managern machst, da hört die sofort auf, weil die sind einfach nicht bei sich. Ja? Das ist einfach so. Das ist wirklich ein tolles Zeichen für euch, dass ihr schon sehr in eurem Körper seid und das lebt, was ihr vorhabt. Wo liegt denn eigentlich der Unterschied im chemischen Aufbau zwischen einer Pflanze und unserem menschlichen Blut? Da gibt es eigentlich nur ein Ding und das ist das Eisen. Bei uns ist es das Eisen und bei der Pflanze ist es Magnesium. Also auch das sollte wieder zeigen, dass man tatsächlich mit allem verbunden ist. Da gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller durch. Symptome können sein Ermüdung, Erschöpfung. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, genau, das haut ganz genau hin. Dann alle Typen von Kopfschmerzen, dann haben wir chronische Schmerzen, haben wir Allergien, wir haben Verdauungsprobleme, das hat man auch immer wieder mal. Dann haben wir hormonelles Ungleichgewicht, was uns belasten kann, biochemisches Ungleichgewicht. Das ist das, wenn wir das nicht im Griff haben, was unser Hypothalamus macht, sondern einfach nur reagieren. Dann haben wir Ungleichgewicht des Autoimmunsystems, was uns Schwierigkeiten machen kann, Gewichtsprobleme, die damit einhergehen. Dann haben wir Süchte und Abhängigkeiten. Um mal ehrlich zu sein, es gibt ja Leute, die wollen immer Angst haben. Die sind genauso süchtig wie jemand, der Drogen nimmt. Und die Zellen sind genauso wie bei einem Junkie. Die wollen immer wieder diese Chemie, wie jemand seinen Schuss braucht. Es ist tatsächlich so. Und wenn man sich dessen mal bewusst ist, dass wenn man einmal in so einer Spirale drin ist, das immer weitergeht und immer weitergeht. Und wenn man da nicht rauskommt, dann hat man ein Problem. Dann ist man irgendwann in der Depression oder im Burnout. Und dann ist wirklich Zapfenstreich.
Aber so weit soll es eigentlich nicht kommen. Also Depression, ich habe es gerade schon angesprochen. Angstgefühle, dann Phobien, das ist genau dasselbe. Es gibt ja Leute, die können heute noch nicht fliegen, weil sie sich einreden, dass es gefährlich ist. Und dann passieren diese Dinge. Oder Spinnen, Entzündungen. Geh einfach mal durch. Kreative Blockaden, wenn man jetzt im Geschäftsleben ist. Burnout, habe ich schon angesprochen. So, da gehe ich jetzt ein bisschen schneller drüber. Wie können wir denn die Sprache überhaupt verstehen? Wer von euch kennt Dr. Emoto? Ein paar, okay, gut. Ein paar kennen es nicht, da kann ich trotzdem so im Kurzen nochmal drüber gehen. Also Dr. Emoto, der hat sich mal die Frage gestellt, hat Wasser ein Bewusstsein? Und der hat dann eins gemacht, der hat Wasserkristalle fotografiert. Ich mache es jetzt wirklich ganz kurz. Und hat herausgefunden, dass Wasser tatsächlich Bewusstsein hat. Also er hat zum Beispiel auch gefragt, okay, wie wirkt sich die Umwelt und die Umgebung auf die molekulare Struktur des Wassers aus? Und da hat er eben festgestellt, dass zum Beispiel destilliertes Wasser eine andere Kristallform hat als Flusswasser. Und eins aus so einer Quelle ganz unten auch wieder eine ganz andere Struktur hat. Also das ist gefroren worden und unter so einem ganz Dunkelfeldmikroskop ist es dann eben vergrößert worden. So, dann hat er gefragt, ja, was ist mit Musik? Hat Musik eventuell eine Auswirkung auf die molekulare Struktur? Dann hat er festgestellt, ja, hat's. Zum Beispiel, wenn man Beethoven, wenn das Wasser mit Beethoven beschallt wurde, kommen solche Kristalle raus. Bei einem japanischen Volkstanz kommen solche Kristalle raus. Bei Bach kommen solche Kristalle raus. Bei Mozart kommt so ein Kristall raus. Und jetzt habe ich meine Frage, was passiert, wenn Heavy-Metal-Musik kommt? Da kommt das hier. Okay? Also auch das hat er bestätigt, dass also auch Musik entsprechende Auswirkungen hat auf Wasser. Was hat Heavy-Metal-Musik und verschmutztes, sagen wir mal, Flusswasser oder Meerwasser, was haben die gemeinsam, wenn man die sich jetzt mal so anguckt? Unordnung, genau. Und die sind nicht fähig, dass sie einen Kristall bilden. So wie vorher die anderen. Die schaffen das nicht. Dann hat der Emoto herausgefunden, dass also auch Worte oder reine Energie sich auch auf die molekulare Struktur des Wassers auswirken. Zum Beispiel Liebe und Dankbarkeit, sind wir wieder bei deinem Punkt. Ganz ein schöner Kristall. Dann zum Beispiel Hoffnung. Dann haben wir zum Beispiel das Wort Dankeschön auf Japanisch. Dann haben wir Weisheit auf Japanisch. Also er ist Japaner, also der hat einfach nur mit diesen Worten jetzt mal gearbeitet. Dann haben wir zum Beispiel Frieden, ist auch ein sehr schöner Kristall. Dann zum Beispiel der Spruch Let's do it. Hat eine ganz andere Struktur. So, und jetzt kommt was, wenn wir uns selber immer wieder sagen, ach, du bist doch ein Dummkopf oder du kriegst es nicht hin, dann kommt genau das raus. Also es wird keine Struktur gebildet. Oder zum Beispiel hier, wenn jemand sagt, du machst mich krank, ich hasse dich, dann sieht das Ganze noch ein bisschen schlimmer aus. Also unterm Strich ist die Intention entscheidend, wie wir rangehen an die Sache. Also hat er nochmal gesagt, okay, wenn ich jetzt eine Intention setze und habe vorher ganz normales Leitungswasser oben, was passiert, wenn ich eine positive, bejahende Intention habe, was passiert dann mit dem Wasser und dann kommt unten der Kristall raus? Also das heißt, aus einem total zerschossenen Wasser, das aus der Leitung kommt, kann man innerhalb von Sekunden das verändern in einen schönen Kristall. Warum ist das wichtig für uns jetzt? Warum habe ich das erzählt? Zum einen, weil ich es faszinierend finde, dass die Wissenschaft mittlerweile so weit ist und natürlich, weil unser Körper zu 75-90% aus Wasser besteht. Weiß vielleicht auch jeder oder viele. Und weil es wichtig ist, weil unser Gehirn zu 90% aus Wasser besteht. Und weil es wichtig ist, weil unsere Lunge zu 90% aus Wasser besteht. Und, geh weiter, unser Blut zu 82% aus Wasser besteht. Also was heißt das jetzt? Wir sind eigentlich Wasserwesen. Und was passiert jetzt, wenn reaktive Muster passieren, wenn wir uns Gedanken sagen, 60.000, wir uns deren nicht bewusst sind, das sind gute dabei, negative, schlechte, wie auch immer, dann verändern wir die molekulare Struktur von unserem Wasser, somit auch unsere Organe, somit auch unsere Zellen. Egal was,
Wir beeinflussen unseren Körper. Und dann ist es, da kommt einfach so ein richtiges hässliches Wasserkristall raus. Und so laufen wir zum Teil durch die Gegend. Und das finde ich traurig. Sehr, sehr traurig. Und das hat was mit Bewusstsein zu tun. Das hat was mit wirklich mit der Intention zu tun und mit dem Wissen drum, wie verändere ich tatsächlich das Zellbewusstsein? Wie verändere ich diesen biochemischen Rhythmus, in dem ich da drin bin? So, das täglich grüßt das Murmeltier und immer wieder kommt dieselbe Kacke. Warum? In Unternehmen genau dasselbe. Ja, da hat man ein Problem, was macht man? Man entlässt. Ja gut, aber das Problem haben sie deswegen nicht gelöst. Und das finde ich schade. Und das sind einfach genau diese Rhythmen, in denen wir da drin stecken. So, ich habe erzählt, das Ding heißt Lifeline. Jetzt gehen wir da noch ein bisschen rein. Die ganze Technik ist aufgebaut anhand dieses Flowcharts. Da erkläre ich jetzt nicht wirklich viel, aber ihr seht, es ist sehr, sehr spezifisch. Da geht man also auch durch die biochemischen, das sieht man oben rechts, biochemischen Sachen, durch die emotionalen Sachen, die strukturellen, durch die fünf Elemente. Man geht da wirklich komplett durch bis ins kleinste Detail und schaut sich auch die Zelle an und nicht nur die Zelle als Zelle, sondern auch die einzelnen Komponenten der Zelle. Und damit schaffen wir es, dass wir es verändern können. Ich demonstriere das nachher auch noch mal ganz kurz. Also die Lifeline-Technik ist im Endeffekt ein erweitertes holistisches System, mit der man an die Wurzel der Ursache kommt. Also zum Beispiel, ich sehe da draußen einen Baum, da kann ich mir jetzt sagen, naja, das ist ein schöner Baum, aber vielleicht ist es auch interessant, warum ist der Baum dort gepflanzt worden? Warum hat irgendwann mal jemand eventuell diesen Samen gesetzt? Und wenn wir das schaffen, da hinzukommen, dann sind wir wieder in der Lage, diesen biochemischen Rhythmus zu verändern. Also das heißt auch wiederum, wenn wir es nicht schaffen, die nicht gelebten Emotionen in unserem Körper, wie jetzt Angst, Wut, Ärger, wirklich zu harmonisieren, dann haben wir, wie ich schon erwähnt habe, das Problem. Wenn wir es schaffen, dann reagiert der Körper wieder auf natürliche Art und Weise und ist im Flow, im natürlichen Zustand, wie das Wasser. Also wie diese Moleküle, wo ich vorher gezeigt habe. Und somit sind wir wieder ermächtigt, auch wirklich auf unsere Intention und auf dem Weg, den wir uns da vorgenommen haben, wirklich weiterzugehen und nicht immer wieder gegen die Wand zu laufen. Heilung und Veränderung beginnt in unserem unbewussten Verstand. Ich denke, das haben wir mittlerweile alle soweit verstanden. Und der Schlüssel liegt nicht in den 2%, der Schlüssel liegt eigentlich in den 98% versteckt. Also unter der Oberfläche. Das, was uns im täglichen Leben nicht wirklich bewusst ist. Dann ist es aber auch so, dass der unterbewusste Verstand auch gar nicht schlecht ist, dass man haben, weil der kontrolliert alles, was wir tun. Das Laufen, den Herzschlag, den Blutdruck etc. Also was natürlich auch der Fall ist, und das ist eventuell ein negativer Aspekt, wobei wenn man das als Geschenk sieht, ist es das nicht, der speichert eben auch die Emotionen, die man nicht gelebt haben. Die ganzen Emotionen, die wir nicht zugelassen haben. Das geht in der Schule schon los und geht in der Arbeit weiter. Ich meine, wenn ich da mal wütend bin, dann darf ich es nicht, weil ich darf dem Chef ja nicht sagen, das stinkt mir gerade. Oder dem Lehrer darf ich auch nicht sagen, das finde ich jetzt gerade nicht in Ordnung. Der Hauptgrund aller Symptome ist im Endeffekt die unbewusste Ablehnung, Verleugnung oder Verdrängung von Emotionen. Und da sind wir gut trainiert drauf. Und dann kommen die Symptome, weil unser Körper nichts Besseres weiß, als mit uns zu reden, als über Symptome. So, also was ist eigentlich wirklich unterhalb den Symptomen? Ist es jetzt wieder hier dargestellt, Liebe und Dankbarkeit der Kristalle, oder ist es eher, dass man sagt, ach Menschenskinder, also da ist jemand, den habe ich ja wirklich dick. Ja? Also wir müssen uns einfach immer wieder fragen, wie kommen wir auf den Kern? Wie beeinflussen Emotionen? Und Emotionen habe ich absichtlich so geschrieben, weil es ist ja Energie in Bewegung. Und wenn wir die Energie stoppen und nicht mehr in der Bewegung sind, wie beeinflusst es unsere tägliche Gesundheit und unsere Lebensenergie? Vielleicht kennt ihr dieses Bild aus eurem täglichen Leben, nicht bei euch selber, aber vielleicht bei Freunden, Kollegen etc., die wirklich total fertig sind, weil sie keine Energie mehr haben. Und da gibt es jetzt, da gehe ich ganz schnell nochmal drüber, die Fusion zwischen Wissenschaft und Spiritualität. Man kann jetzt mittlerweile ganz genau rausfiltern anhand von einem Bluttropfen und der Dunkelfeldmikroskopie, was Emotionen für eine Auswirkung auf unser Blut haben. Wir wissen jetzt, dass 82% von unseres Blutes Wasser ist. Somit wissen wir auch, dass es eine Auswirkung drauf hat. Und da gibt es eben diese Mikroskopie und da kann man das nachweisen. Zum Beispiel hier, wenn man jetzt sagt, durch die Kraft von unendlicher Liebe und Dankbarkeit,
Was der Schlüssel für mich ist, wenn ich dann sage, vorher ist der Blutstropfen, sieht der so aus, und es war ein 8-jähriger Junge mit einem Symptom von Allergie. Nach Anwendung dieser Technik und nach Veränderung der biochemischen Zusammenhänge hat das Blut so ausgesehen wie rechts. Es geht auch nicht ums Sagen. Es geht darauf hin, wie reagiert der Körper. Ich zeige das dann nachher nochmal ganz kurz. Also wichtig ist jetzt zum Beispiel auch da zu sagen, diese Emotion, die der Junge nicht zugelassen hat, war der Ärger, weil die Eltern sich scheiden haben lassen. Und das durfte er halt nicht. Er musste halt stark sein etc. Das kennen wir ja auch alles. Und dann hat sich das Blut verändert. Und so ist der arme Kerl mit 8 Jahren ist mit so einem Blut durch die Gegend gelaufen. Ist ja klar. Mit Sicherheit nicht so drastisch wie jetzt hier. Definitiv nicht. Das stimmt. Das stimmt. Es ist mit Sicherheit auch ein Lernprozess für die anderen, dass sie vielleicht auch mal das zulassen, ganz genau. Und dass wir alle lernen, auch einen anderen Umgang mit Emotionen zu leben. Ich zeige aber jetzt nochmal 2 Beispiele und dann möchte ich es auch nochmal kurz demonstrieren. Also hier zum Beispiel ein 42 Jahre alter Mann, der ständig Sodbrennen hatte. Hat man das Blut genommen vorher und hat das Blut danach genommen. Bei dem war es so, dass er halt einfach Schamgefühle seiner Familie gegenüber hatte. Und die konnte er nicht ausleben. Er konnte nicht einmal das ansprechen, weil dann würde er ja die Würde verlieren und dieses Ganze. Oh Gott, was du bist doch das Oberhaupt etc. Aber man sieht die Auswirkungen auf das Blut, vorher und nachher. Dann hier auch wieder, das war jetzt eine 53-jährige Frau, die an Schlaflosigkeit gelitten hat und das finde ich jetzt zum Geschäftsthema oder Business ganz interessant. Die konnte deswegen nicht mehr schlafen, weil sie unterbewusste Angstzustände hatte über die Zukunft der Firma. Ja, da ist halt dann so gequatscht worden, oh, du wirst vielleicht entlassen, oh, wir gehen vielleicht pleite etc. Und das war, die wusste nicht, dass sie da wirklich Angst hatte, wusste aber, dass sie nicht mehr schlafen kann. Und das hat wieder zur Folge gehabt, dass das Blut dann so ausgesehen hat. Ich springe jetzt da einfach mal kurz drüber. Jedes Symptom, ganz gleich wer es ist, hat seine Ursprungsgeschichte. Da bin ich vorher schon mal drauf gekommen. Und es ist, denke ich, wichtig, dass wir wissen, was ist es denn? Was ist die Ursprungsgeschichte? Wir selber sind im Endeffekt unser bester Arzt, weil nur wir wissen, was bei uns im Körper los ist, welche Emotionen wir vielleicht verschließen. Das kann uns kein anderer draußen sagen. Und für mich ist die wahre Bedeutung des Lebens eigentlich die Entdeckung dieser unbewussten Prozesse und dieser Muster, die da ablaufen und Überzeugungen und die dann mit Mut, Glauben an sich selber und Würde für sich selber auch zu meistern. Und dann kommt man nämlich wieder in dieses Thema, die Intention tatsächlich zu handeln und zu leben. Also da wieder, wenn wir Schmerz, meine ich wieder emotionalen Schmerz, Angst und Herausforderung mit Dankbarkeit annehmen, erfahren wir den wahren Grund und die Bedeutung unseres Lebens. Weil das zeigt uns ja auch so ein Standpunkt X, wo ich gerade im Moment bin, wenn ich gewisse Dinge einfach nicht zulasse. Also setzen Sie eine Intention von etwas, was Sie bewusst wollen und nicht von etwas, wo man weg will davon. Viele sagen immer, ich will nicht mehr krank sein oder ich will dieses Mobbing nicht mehr. Die Sache ist eher die, wo will man denn überhaupt hin? Also das ist auch so eine ganz entscheidende Sache. Nicht zu sagen, das will ich nicht mehr, sondern das will ich. Also setzen Sie die eher so. So, wer ist der beste Heiler? Natürlich Sie oder du. Und dann gibt es eine ganz bekannte Buchautorin, die heißt Louise Hay und die hat unter anderem gesagt, die Lifeline-Technik ist die Welle der Zukunft. In der Tat könnte ich wagen zu behaupten, die Zukunft hat bereits begonnen. Und ich denke, da hat sie nicht ganz Unrecht. Wenn wir verstehen, wie unser Körper funktioniert und wenn wir verstehen, was in jedem Moment bei uns passiert, dann haben wir es im Griff. Und dann können wir auch wirklich ein Leben leben voller bewusster Entscheidungen, von einem freien Willen und sind nicht getriggert von irgendwelchen unbewussten Sachen. Und jetzt würde ich gerne nochmal das demonstrieren, dass ihr auch seht, was ich damit meine. Wer möchte gerne mal nur ganz kurz kommen? Du. Okay, gerne. Also ich bin nachher auch noch da. Ja? Ihr könnt auch gerne nachher noch zu mir kommen. Ich mache das gerne nochmal. Was wir machen, ist so eine Art Zellreaktionstest. Der ist so ein bisschen angelehnt an kinesiologische Tests. Wer kennt das? Okay, kennt ihr. Okay, alles klar. Wer es nicht kennt, ich zeige es nochmal ganz kurz, oder sage es kurz und zeige es auch. Es gibt Dinge, wo der Körper reagiert mit Schwäche. Heißt, die Zelle ist nicht mehr stark.
Die Zelle reagiert auf gewisse Dinge. Und da zeige ich jetzt einfach mal ganz kurz. Wichtig ist, dass du mir jetzt mal bitte deinen Arm, kann ich den da nutzen? Ja. Gut. Nimm doch mal, das macht mir gar nichts. Ich kann das ganz gut demonstrieren, wie das funktioniert. Also stell dir mal vor, du hast deinen Arm, bitte, oder stell dich mal bitte so, genau, und halt den mal ganz eng da dran, und so bitte, und stell dir vor, du hast einen Eimer mit Wasser. Also du hast das Gewicht so ein bisschen imaginär in der Hand, okay? Und was ich jetzt mache, ist, ich muss jetzt einen Punkt austesten, hält mal dagegen, wenn ich drücke, okay? Jetzt, dagegen halten. Gut, perfekt. Und jetzt machen wir so ein Einstimmungsding, das kennen vielleicht viele, sag mal bitte dreimal Liebe, Liebe, Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Okay, halten. Okay, was ist passiert? Was hast du wahrgenommen? Es war jetzt leichter zu halten. Okay. Also leichter dagegen zu halten. Es war aber fest. Ja, es war fest. Okay, gut. So, und jetzt sag mal bitte, machen wir einfach mal Hass, Hass, Hass. Hass, Hass, Hass. Okay, halten. 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 Okay, was war? Du konntest nicht halten, okay, gut. Dann sag bitte nochmal Liebe, Liebe, Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Okay, halten. Und jetzt? Ganz leicht. Jetzt ging es wieder, okay. Also da sieht man mal wieder diese tatsächliche Auswirkung vom Körper, was passiert, wenn wir Worte sprechen. Sind wir wieder bei diesen Wasserkristallen. Und jetzt zeige ich mal, was passiert mit Trigger, was ich gemeint habe mit Farben. Gib mir mal bitte deine Hand nochmal, dann nochmal halten bitte. Okay, stark, ja? Gut, bleib mal bitte halten. Okay. Jetzt würde ich dich bitten, dass du mal die Brille aufsetzt. Die meine. Nee, du kannst dich drüber setzen. Ist kein Problem. Okay, das sieht jetzt richtig fesch aus. Okay, gut. Nochmal halten, bitte. Halten. Halten. Gut. Tu mal die Brille hoch auf deinen Kopf. Sag bitte kurz nochmal, was du wahrgenommen hast. Ich möchte es nicht sagen. Du hast wahrgenommen hier. Was hast du hier an deinem Arm wahrgenommen? Also, dass ich halte, wollte, aber nicht halten konnte. Wunderbar. Tu die Brille mal schnell hoch. Wunderbar. Jetzt nochmal halten, bitte. Und jetzt? Konnte ich problemlos halten. Wunderbar. Ich mache jetzt einfach das Spiel, dass ihr das seht, wie das funktioniert. Brille nochmal runter, bitte. Aber das ist doch eine gelbe Brille. Ja, warte. Ich erkläre es gleich. Ich erkläre es gleich, warum, was da passiert im Körper. Also nochmal halten, bitte. Es ging nicht, okay? So, und jetzt gehe ich in dieses biochemische, wissenschaftliche Modell rein und mach mal eins. Darf ich mal deine Haare berühren? Ja. Okay. Ich habe deine Haare berührt. Halten. Was ist jetzt? Jetzt geht's besser. Jetzt geht's gut. Ja. Okay, ich lasse sie wieder los. Halten. Was ist jetzt? Es geht nicht. Gut. Nochmal halten. Ist es wieder fest. Bleib mal bitte hier. Jetzt wenden die gerade die Technik an. Halten. Gut. Ich lasse jetzt los und ihr wisst alle, sie war vorher schwach. Halten. Was ist jetzt? Ganz viel Kraft. Sie hatte ganz viel Kraft. Und das ist jetzt, Dankeschön. Ich darf nur die Brille geben, ich erkläre es jetzt kurz. Ich erkläre kurz, was das jetzt war. Also, sie sagt, es war ja nur eine Brille. Aber im Endeffekt habe ich vorher erklärt, man ist getriggert durch Farben. 5 Minuten, Dankeschön. Super, ich bin auch da fertig dann nachher. Ich habe gesagt, man wird getriggert durch Farben, Gerüche, etc., etc. Und sie war unter anderem getriggert durch diese Farbe. Das heißt jetzt, mal ganz übertrieben ausgedrückt, jedes Mal, wenn sie diese Farbe sieht oder mit dieser Farbe in Kontakt kommt oder irgendwas mit dieser Farbe in Beziehung ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Körper schwach ist. Das weiß sie aber nicht. Woher denn auch? Tja, das habe ich ausgetestet. Es hätte jetzt jede dieser Farben hier sein können. Es war aber jetzt die Farbe. Ja? Und es gibt zu dieser Farbe gibt es auch Gerüche, zu dieser Farbe gibt es Töne etc. Was ich eigentlich damit zeigen will, ist, du wolltest stark sein, hast es aber nicht geschafft. Und das ist genau der Punkt. Wir wollen, wir wollen, wir wollen. Aber dann sind diese reaktiven Muster, die 98%, und die bestimmen, was du willst. Und was ich vorher gemacht habe mit dem, wo ich die Haare berührt habe, das ist jetzt diese biochemische Konstellation. Ich habe Protein berührt und wenn ich Protein berühre, war sie stark. Also wo ich zuerst berührt habe, warst du stark. Und damit, wenn ich Protein berühre, da schließen sich dann andere neurale Netzwerke zusammen. Ich umgehe diesen reaktiven Trigger und dann ist sie stark.
Sobald ich dieses Protein wieder loslasse, ist dieser Trigger wieder da. So, jetzt kann ich natürlich schlecht sagen, naja gut, ich muss jedes Mal hier so mit dem Kopf rumlaufen, das geht ja schlecht. Also daher habe ich diese Technik angewandt, wo ich gesagt habe, jetzt wende ich diese Technik an und habe im Endeffekt dieses Protein und diesen Trigger deaktiviert. Und wenn du jetzt kommen würdest und ich würde es wieder ausprobieren, die Nachhaltigkeit ist tatsächlich gegeben, dass du immer noch stark bist. Also das heißt jetzt, wenn wir im täglichen Leben agieren, dann sind wir durch diese ganzen Sachen getriggert. Und wir wissen es nicht. Und verfallen in diese reaktiven Muster. Und die machen uns das Leben schwer. Und mit der Technik schaffen wir es eben genau, erstens mal diese reaktiven Muster ausfindig zu machen. Erstens. Zweitens zu verändern. Und drittens sind wir dann wieder in der Lage, freien Willen zu haben und die Intention zu leben. Wenn wir jetzt ins Geschäftsleben gehen, passieren auch im Geschäftsleben immer wieder Dinge, immer wieder dieselben Sachen. Ist genau das. Aber was der Auslöser ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, oh, der mobbt mich die ganze Zeit. Oh, der macht das die ganze Zeit. Aber schlussendlich, wir wissen es nicht. Und in dem Fall war es halt jetzt zum Beispiel diese Farbe. Es gibt auch noch andere Dinge. Und das ist dann echt spannend, wenn man da mal reingeht und das sich genauer anschaut. Aber jetzt hast du noch eine Frage. Ich habe das ausgetestet. Ja, das ist, wann? Du hast gesehen, wo ich gesagt habe, halten und ich habe es so gemacht? Genau, da habe ich es ausgetestet. Also ich kann gern nachher, wenn jemand will, kann ich das nur für jeden, der möchte, austesten. Ich wollte eigentlich nur damit, ja. Also Fakt war, ich hab ausgetestet, bei welcher Farbe wird der Körper schwach. Ich habe gar nichts gesagt. Genauso ähnlich, richtig. Ganz genauso ähnlich. Nein. Genau. Der Körper resoniert. Also das ist jetzt wirklich tiefes Detail der Technik. Das würde jetzt zu weit führen, da bräuchte ich 5 Stunden. Aber sie hat darauf resoniert. Jetzt, wenn ich eine andere Farbe nehme, dann ist sie stark. Und das Witzige ist, und das ist eigentlich das Endergebnis dessen, was ich sagen will, ist, sie kann machen, was sie will. Sie kann nur so oft sagen, ich will stark sein, das ist die Intention. Sie schafft es nicht. Und das ist jetzt, warum ich auch sage, Leben und Handeln mit Intention. Wenn ihr Ziel setzt als Geschäftsmann, ich laufe ständig gegen die Wand, ich schaffe es nicht, weil ich einfach getriggert bin. Bitteschön. Ja, die Technik, ja, das ist... Der Wissensstand, ja, das ist schwer bei so einer Technik, wo ich 3 Monate theoretisch gelernt habe. Da gibt es, also ich kann es für jeden sagen, es gibt Seminare dazu, wo man das lernen kann. Die Stunde war einfach nur dafür da, einfach mal aufzuzeigen, wie reagiert unser Körper, was macht der, ohne dass wir es eigentlich wollen oder nicht wollen. Ja. Ich habe da was gemacht, ja. Genau. Das kann ich machen, wo ich möchte. Das ist vollkommen egal. Ich meine, der Körper ist ja ein Energiekörper unter anderem. Das ist vollkommen egal, wo ich das mache. Es ist wirklich vollkommen egal. Das ist ein Teil dessen. Du kannst, also ich muss dazu sagen, es ist nichts festgelegt bei dieser Technik. Ich mache das eben so, ein anderer macht es vielleicht so. Das ist halt mein individueller Ausdruck. Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht so wirklich in die Technik gehen, um das zu erklären. Ich wollte euch einfach nur zeigen, dass es manchmal schwer ist, seine Intention wirklich zu leben oder Ziele zu erreichen etc., weil wir eben von diesen unbewussten Dingen blockiert sind. Und der Grund, weshalb, ist diese Wasserstruktur, die wir selber haben. Zum Beispiel, genau, richtig, richtig, ja. Ja, darum geht's. Also es geht im Endeffekt darum, den Kern zu finden, warum Dinge nicht mehr funktionieren oder ständig in dieselbe Richtung laufen.
Das ist ganz einfach. Das ist wieder dasselbe System wie jetzt mit dieser Puppe. Jeder von euch kennt Affirmationen, denke ich, oder? Ja. So, Affirmationen wirken auch. Die wirken. Aber die wirken auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn die Überzeugungen oder die Muster oder die Trigger stärker sind als die Affirmation oder stärker sind als jetzt zum Beispiel, dass ich mir vom Spiegel sage, ich bin ein toller Kerl oder ich bin schön, ich bin hübsch oder was auch immer, dann übernehmen die irgendwann wieder die Oberhand. Wenn wir jetzt wieder auf die Puppe gehen, es war vollkommen egal, dass zum Beispiel 10 Leute die Hand weggelassen haben. Wenn wir aber mehrere noch zusätzlich die Hand weggelassen hätten, hätte die irgendwann mehr aufgehört. Also das heißt, jeder Mensch hat seinen individuellen Level, wo diese Dinge erst zum Greifen kommen. Aber ich sage einmal so weit darf es ja gar nicht kommen, dass ich sage, jetzt lasse ich es erst einmal bis zum Ultimo laufen und dann habe ich Burnout. So weit darf es gar nicht kommen. Das ist meine Meinung. Also es ist wirklich individuell, dass es in die oder in die Richtung geht. Aber jeder, denke ich, kennt es, dass Dinge passieren, wo immer wieder sind. Und man ist da gefangen. Aber ich glaube, ich muss jetzt auch aufhören. Also das war jetzt mal die kurze Einführung in diese Sache. Wer nun möchte, ich bin nur da, ich kann das gerne bei jedem anderen nur austesten, dass ihr das auch selber mal erlebt, wie euer Körper reagiert. Weil das ist eigentlich so der wichtige Punkt, dass man sagt, oh, aha, interessant. Und das ist mein Ziel gewesen heute, euch das mal bekannt zu machen. Und bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, auch wenn die PowerPoint jetzt nicht mehr weitergegangen ist. Und ja, wünsche einen schönen Abend noch. Wer möchte, ich habe auch ein kleines Geschenk, wer möchte, kann hier so einen Zettel mitnehmen. Ich habe da so eine Art Gewinnspiel. Es gibt auch Einzelsitzungen da eben. Da gibt es eine Einzelsitzung zu gewinnen. Wer möchte, kann da mitspielen und wird dann dementsprechend informiert, ob er gewonnen hat oder nicht und kann das dann wirklich von A bis Z mal erleben. Ansonsten liegen draußen Flyer. Dankeschön, das war's.